Okay, ihr Lieben, heute müssen wir über ein Godzilla-Konzept sprechen, was es wirklich in sich hat. Ich habe mir sämtliche Informationen zu Ghost Godzilla angeschafft und will jetzt hier in dem Video mal mit euch darüber sprechen, warum ich der Meinung bin, dass dieses Konzept hier unbedingt noch verfilmt werden muss. Vorher quatschen wir aber einfach mal über sämtliche wichtigen Informationen über diesen leider verworfenen Godzilla, den wir bisher noch nicht gesehen haben, und gehen einfach mal auf die brillante Geschichte dahinter ein. In diesem Sinne fangen wir jetzt an mit der Thematik: Wer ist eigentlich Ghost Godzilla? Viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist, glaube ich, wirklich nicht übertrieben, wenn ich sage, dass es im generellen Monster- und Kaiju-Filmkosmos keine Kreatur gibt, die so wandelbar, die so abwechslungsreich und so kreativ umgesetzt wird wie Godzilla selber. Und das ist hier wirklich keine Übertreibung. Ich bin fest der Meinung, dass Godzilla einfach das facettenreichste Geschöpf in der gesamten Filmwelt ist. Korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht. Vielleicht kennt ihr noch eine andere Kreatur, die mehr verschiedene Facetten hat als Godzilla. Mir fällt aber jetzt einfach keine ein. Mal ist Godzilla das Ungeheuer, das die Welt terrorisiert, mal ist Godzilla der Retter der Welt, mal ist Godzilla so eine Art Anti-Held, mal ist Godzilla einfach nur eine düstere Zombie-Variante wie in Shin Godzilla. Und ich glaube, wir könnten so sogar noch eine Zeit lang weitermachen, und möglicherweise werde ich auch mal ein Video machen mit einem schönen Ranking, was meine Lieblingsform von einem Godzilla ist. Da kann ich diese verschiedenen Herangehensweisen gerne mal für euch ranken. In diesem Video jetzt hier allerdings reden wir über eine Godzilla-Variante, die es wirklich in sich hat. Den sogenannten Ghost Godzilla, und ja, eine Variante, die wir so beinahe gesehen hätten, die es aber, wie gesagt, bisher eben nicht auf die große Leinwand geschafft hat. Denn hinter Ghost Godzilla verbirgt sich tatsächlich ein Konzept, eine Idee, das ich sehr genial finde. Allerdings kann ich auch die Begründung von Toho nachvollziehen, die sich nämlich bereits dazu geäußert haben, warum der Film eben so nicht umgesetzt wurde, und darüber sprechen wir ganz zum Schluss von dem Video. Da bin ich mal sehr auf eure Meinung dazu gespannt. Ghost Godzilla ist als ein unbenutzter Kaiju gelistet, den Toho ebenso nicht wirklich umgesetzt hat. Ursprünglich sollte das Tier nämlich in der Heisei-Ära auftauchen. Moment, das wird anders ausgesprochen. Ich habe eben extra nochmal nachgeschaut. Heisei-Ära wird das Ganze ausgesprochen. Zumindest im Original Japanischen, da ist das S tatsächlich scharf. Deswegen, müsst ihr jetzt damit klarkommen. Ich werde das Ganze jetzt eben auch hier so aussprechen, wie es im Japanischen wirklich selber auch ausgesprochen wird. Und Ghost Godzilla sollte ursprünglich das Ende der Heisei-Ära einläuten und dann damit der finale Film dieser Ära darstellen. Und ja, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir, hätten wir diesen Film bekommen, über den wir jetzt gleich sprechen werden, dann hätten wir die ganze Destroyer-Nummer sehr wahrscheinlich eben nicht mehr erhalten. Darüber können wir jetzt auch gleich mal gerne diskutieren, ob das was Gutes oder eher was Schlechtes wäre, gerade weil Destroyer ist ja eine wirklich sehr, sehr bekannte, sehr beliebte Figur, eine Antagonistenfigur im gesamten Godzilla-Toho-Kosmos. Ich glaube, wir machen da sogar mal einen ganz kontroversen Livestream zu der ganzen Nummer, wo wir uns mal wirklich mit der Frage beschäftigen, wäre es vielleicht cooler gewesen, wenn wir anstatt Destroyer tatsächlich Ghost Godzilla bekommen hätten? Ich weiß, eine sehr, sehr, sehr kontroverse Frage, aber ich glaube, das Ganze besprechen wir mal schön live, denn ich finde die Frage nicht mal sehr unfair. Wir sprechen da jetzt mal ganz kurz drüber, was es mit Ghost Godzilla wirklich auf sich hat. Denn die ursprüngliche Idee von Ghost Godzilla ist eigentlich ein riesiger Callback zum allerersten Godzilla von 1954 gewesen. Der wurde ja mit dem sogenannten Oxygen Destroyer oder dem Oxygenzerstörer im Deutschen letztendlich dann vernichtet, indem ihm sämtlicher Sauerstoff aus der Umgebung gepumpt wurde. Und dann haben wir am Ende vom Film gesehen, wie Godzilla sich dann in so ein Skelett aufgelöst hat. Und naja, damit eben dann besiegt war. In Ghost Godzilla hätte genau dieser Godzilla einen nicht ruhenden Geist besitzen sollen, der einen tierischen Hass auf die Menschen hegt, eben durch die Ereignisse vom allerersten Godzilla von 1954, und so nun zurückkehrt. Das Ganze wäre also mehr oder weniger eine Geisterstory im Godzilla-Kosmos selber gewesen. Und es gibt bereits erste Konzeptzeichnungen und erste Konzeptideen, wie das Ganze hätte aussehen können. Und ich muss sagen, diese unsichtbaren Godzilla-Designs,
Die gefallen mir jetzt nicht so. Ich weiß, das Ding heißt immerhin Ghost Godzilla, da macht das auch schon Sinn, dass er irgendwie durchsichtig ist. Allerdings sah er auf manchen Konzepten einfach nur aus wie der alte Godzilla, nur eben so blau durchsichtig. Da gibt es wesentlich bessere Konzeptideen, die uns einen richtig zerfallenen, schon fast zombieartigen Geister-Godzilla zeigen. Und die Umsetzung hierbei war wahrscheinlich ähnlich wie bei Herr der Ringe, die Geister, dass wir ebenfalls eine Geistervariante von Godzilla gesehen haben, die aber trotz allem komplett zerfault und eben, naja, zombie-ähnlich ist. Ghost Godzilla sollte ursprünglich der Gegner im allerletzten Godzilla-Film der Heisei-Ära werden und damit quasi auch einen runden Bogen schlagen. Aus diesem Grund wollte Toho nochmal auf den allerersten Godzilla-Film eingehen, damit wir dann eben hier wirklich ein komplett rundes Konzept haben. Der Godzilla, mit dem alles begonnen hat, ist nun also das ultimative Böse in Form eines Geistes, welcher zurückkehrt, um sich an der Menschheit zu rächen. Das Interessante an der Geschichte hier wäre gewesen, dass die Story von Ghost Godzilla aufgrund des ersten Teils eigentlich relativ dramatisch gewesen wäre. Denn obwohl Godzilla im allerersten Film ja das böse Urzeitmonster ist, können wir, wenn wir uns den Film genauer betrachten, definitiv sagen, dass Godzilla eigentlich gar nicht böse gewesen ist. Godzilla ist aufgeweckt worden durch die Aktionen der Menschen und hat auch erst wirklich dann die Städte angegriffen und eben zerstört, als die Menschen angefangen haben, Godzilla wirklich, naja, zu bekämpfen. Und zwar mit Panzern, mit irgendwelchen Fallen, mit Elektrostrommasten und ähnlichem. Und sie haben ihn geblendet. Ja, das war auch so ein Ding. Godzilla wollte nicht geblendet werden. Und dann wurde er aber geblendet mit so einem Licht und dann ist er ein bisschen ausgerastet. Das könnte man ihm ankreiden, das könnte man hysterisch nennen tatsächlich, aber an sich muss man wirklich sagen, Godzilla war nicht das reine Böse. Da würde man sogar Shin Godzilla vielleicht schon eher als das bösere Übel als den allerersten Godzilla von 54 betiteln können. Und aus diesem Grund hätte Godzilla auch so einen Hass auf die Menschheit, da in seiner Realität eben die Menschen diejenigen gewesen sind, die ihn ohne Grund angegriffen haben. Und ganz ehrlich, irgendwo kann man auch sagen, das stimmt. Man kann natürlich sagen, okay, es gab einen Grund, warum die Menschen versucht haben, Godzilla zu vernichten. Aber aus der Sicht eines Godzillas, der ja wirklich einfach nur aus dem Wasser gekommen ist und eben über Land gelaufen ist und gar nicht wirklich realisiert hat, dass er dabei einen enormen Schaden anrichtet. Aus seiner Sicht ist der gesamte letzte Akt im Original-Godzilla-Film einfach wirklich unfair gewesen. Denn ich meine, Godzilla macht ja nicht mehr im Anfang des ersten Films, als aus dem Wasser herauszulaufen, kurz über Land zu watscheln. Ja, dabei macht er auch ein paar Holzhütten kaputt, na klar. Aber der große Clou dann dahinter ist ja eben genau der, dass Godzilla dann dabei ebenfalls noch anfängt, die Gegend atomar zu verseuchen, also quasi die Punkte, wo er eben langläuft, was aber auch nur aus dem einen Grund passiert, dass die Menschen ja über dem Wasser atomare Tests gemacht haben. Godzilla zerstört zwar daraufhin auch immer wieder Schiffe, von denen dann ja auch berichtet wird, dass die irgendwie im Wasser verschwunden sind und dass man ganz viele Menschen auch sucht, die dann nach und nach angespült werden, ein paar lebendig und eben auch ein paar tot. Aber wir haben zum Beispiel auch diese eine Szene, wo wir ein Kreuzfahrtschiff sehen und wir sehen dann, wie Godzillas Kopf im Hintergrund aus dem Wasser rauskommt und jeder denkt sich eigentlich erst, der greift das Schiff jetzt an. Und was passiert dann? Einfach gar nichts. Also Godzilla greift dieses Kreuzfahrtschiff nicht einfach ohne Grund an. Er lässt die einfach weiterfahren und das war's gewesen. Und ich glaube auch, dass diese Szene so ein bisschen das Indiz sein sollte, Godzilla ist hier nicht das Böse. Godzilla ist eben, naja, so eine missverstandene Kreatur, ähnlich wie es sogar Roland Emmerich in seinem sehr verhassten Film rübergebracht hat. Der Geist dieses nun vernichteten Godzilla sollte also jetzt im letzten Film der Heisei-Ära wirklich zurückkehren und dann dafür das große Chaos sorgen. Am 27. Dezember 1994 wurde dann die allererste Konzeptzeichnung zu Ghost Godzilla in Auftrag gegeben. Auf diesem Konzeptentwurf war ein von Ghost Godzilla besessener Little Godzilla, also der Sohn von Godzilla, zu sehen, der eben mit dem Geist seines Vorfahren zu kämpfen hat. Und das Ganze hätte so ablaufen sollen, dass Ghost Godzilla in der Lage gewesen wäre, in verschiedene andere Kaiju, unter anderem aber auch Anguirus und Co., hineinzufahren und eben von den Körpern Besitz zu ergreifen. In der Konzeptzeichnung konnten wir also bereits sehen, wie Little Godzilla von Ghost Godzilla besessen war und der Körper von Little Godzilla angefangen hat, die ersten Merkmale von Ghost Godzilla, also vom allerersten Godzilla von 54, anzunehmen. Beschrieben ist hierbei, dass aus Little Godzillas Körper plötzlich Risse entstanden wären und aus diesen Rissen wären dann Rückenplatten des alten Godzillas entstanden.
Das Ganze hätte also sehr wahrscheinlich unfassbar gruselig ausgesehen, wenn man sich ebenfalls auch vorstellt, dass das Ganze hätte auch bei Anguirus passieren sollen, dass Ghost Godzilla hätte in Anguirus reinfahren sollen und dann hätte Anguirus ebenfalls plötzlich Rückenplatten aus seinem Rücken herauswachsen bekommen, eben aufgrund der Besessenheit durch Ghost Godzilla. Die Idee dahinter war also ganz klar, wir machen einen Ghost-Movie in Kaiju-Variante und ich muss hier wirklich sagen, ich finde dieses Grundkonzept daher, dass Godzilla eben in seiner Ghost-Variante in andere Kaiju reinschlüpfen könnte oder hätte können, finde ich unfassbar genial. Die Idee wäre allerdings sogar noch weiter gegangen. Ghost Godzilla hätte laut Aufzeichnungen ebenfalls in die Körper von Menschen fahren können und auch hier hätten dann die menschlichen Körper logischerweise bestimmte Anzeichen einer Art von Mutation bekommen. Das wäre ein verdammt geniales Konzept, wenn so etwas umgesetzt worden wäre, gerade weil du dann eben auch nicht weißt, in welchem Körper steckt jetzt gerade Ghost Godzilla. Und ich muss da irgendwie an den Horrorfilm The Thing denken, wo man eben auch nicht weiß, wer von den Leuten ist jetzt quasi dieses Alien, bis sich das Vieh dann irgendwann zu erkennen gibt, da es sich auf einmal verwandelt und eben ganz suriose Mutationen mit sich bringt. Ob das jetzt wirklich auch in diesem Ausmaß in dem Film passiert wäre, das ist nicht wirklich beschrieben. Allerdings war das Grundkonzept eben so gewesen, dass der Geist von Godzilla hätte in sämtliche Körper eindringen können, sowohl in die von Kaiju als aber auch in die von Menschen. Das Konzept, in welchem Ghost Godzilla hätte Anguirus einnehmen sollen, ist sogar mit einem lustigen Namen überschrieben, denn darauf wäre nämlich ein komplett neuer Kaiju entstanden, der nämlich zum Teil Anguirus und eben auch zum Teil Godzilla wäre, mit dem Namen Godzyrus, Godzyrus im Originaljapanischen, was ebenfalls darauf hindeuten lässt, dass, naja, quasi Anguirus von innen herauf immer mehr aufgeplatzt wäre und sich immer mehr Merkmale von Godzilla auf seinem Körper breit gemacht hätten. Und ja, Anguirus mag zwar in einem Film noch der Gegner von Godzilla gewesen sein, und zwar im zweiten Godzilla-Film, Godzilla Raids Again. Allerdings ist diese Szene umso krasser, wenn man nämlich berücksichtigt, dass Anguirus an sich die längere Zeit über vielleicht sogar der beste Freund von Godzilla selbst gewesen ist. Das wäre schon ein ziemlich harter Schock für die Fans gewesen. Ebenfalls gibt es auch noch Konzeptideen, dass dasselbe Szenario mit Baragon passiert wäre, der dann eben einfach die Rolle von Anguirus übernommen hätte, aber an sich wäre dann die Geschichte relativ ähnlich gewesen. In der Ursprungsversion von Ghost Godzilla hätte Ghost Godzilla übrigens jedes Mal auf ein Gefäß zurückgreifen müssen, also er hätte quasi Besitz von einem Menschen oder eben einem anderen Kaiju erlangen müssen, um irgendwelchen Schaden, physischen Schaden in der Welt anzurichten. Ein anderes Konzept hingegen hat dann das wieder verworfen. Das Ganze sollte dann so ablaufen, dass Ghost Godzilla zwar in der Lage gewesen wäre, andere Lebewesen von innen heraus zu besitzen, allerdings hätte er auch ohne diese Gefäße Schaden in der physischen Welt anrichten können. Eine Sache, die mir hierbei auch noch sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass Ghost hätte nicht einfach irgendwo auftauchen können. Nein, tatsächlich wäre das eine riesige Schwäche von diesem Geist gewesen, dass er sich nur an den Stellen bewegen kann, an welchen er damals zu Lebzeiten auch gewesen ist. Das ist eigentlich sehr interessant und auch irgendwie sehr witzig, wenn man sich vorstellt, dass mich jetzt Ghost Godzilla verfolgt und der taucht einfach hier auf und ich mache einfach so und er kann mich nicht mehr angreifen, weil er hier nicht war. Aber an sich finde ich die Grundidee dahinter trotz allem wieder genial, weil es diese Besessenheit dieses Geistes noch ein bisschen mehr hervorbringt. Plus eben dem Fakt, dass genau diese Schwäche erst einmal hätte während des Films herausgefunden werden müssen, dass Ghost Godzilla eben an bestimmte Orte gebannt ist und somit hätten wir auch einfach in einer etwas neueren Auflage uns bekannte Orte wiedersehen können. Das heißt, Tokio hätte von Godzilla wieder heimgesucht werden können, die Insel zu Beginn des allerersten Godzilla-Films hätte wieder heimgesucht werden können und das Meer selber hätte ein Schauplatz des geisterhaften Godzillas sein können, der immer wieder irgendwo auftaucht. Und da stelle ich mir einfach als puren Geisterfilm, vielleicht sogar schon mehr in die Horrorrichtung, plus eben in ein Kaiju-Gewand gehüllt, also in ein Kaiju-Filmgewand gehüllt, unfassbar geil vor. Ghost Godzilla ist als eine böse Macht beschrieben, die zum Zeitpunkt seines Todes einen so starken Hass und Zorn gegenüber den Menschen und ihren Städten gehegt hat, dass er eben dadurch es geschafft hat, einen eigenen Geisterkörper in einer astralen Welt zu manifestieren. Sein Ziel ist es hierbei, den zweiten Godzilla zu besetzen, der eben dann hier der große Antagonist von Ghost Godzilla geworden wäre. Beziehungsweise ist Ghost Godzilla ja der Antagonist von diesem Godzilla, der ebenfalls auch Little Godzilla, also sein Kind, beschützen wollen würde vor dem Geist und dabei in Gefahr gerät, selbst von diesem Geist besessen zu werden.
In den Skriptauszügen ist sogar davon geschrieben, dass Ghost Godzilla den Plan gehabt hätte, eine Gottheit zu werden, sollte er es denn schaffen, den Körper des zweiten Godzillas einzunehmen. Das Konzept finde ich ein bisschen übertrieben, was auch dann rein vom Nachdenken her jetzt nicht wirklich Sinn ergibt. Also warum wird er ein Gott, wenn er Godzillas Körper einnimmt? Das ist dann vielleicht ein bisschen zu weit gedacht gewesen. Aber warum der Film verworfen wurde, ist nicht das. Dazu kommen wir, wie gesagt, dann zum Schluss des Videos. Ebenfalls hätte es in dem Film eine sehr dramatische Szene geben sollen, in welchem Ghost den Körper von Little Godzilla übernimmt und der dann eben gegen seinen Vater, also den zweiten Godzilla, kämpft. Dieser hätte dann während dem Kampf versuchen sollen, seinen Sohn, also das Gefäß für Ghost, von dem Geist selber zu befreien. Unter seinen Fähigkeiten ist unter anderem der atomare Atem, auch genannt der Atomic Breath oder der Heat Ray Breath, verzeichnet, den wir auch schon im allerersten Godzilla-Film gesehen haben. Er hätte also noch exakt dieselbe Fähigkeit drauf, wie eben auch dort im Film, nur eben in einer Geistervariante. Da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, es würde keinen Sinn ergeben, warum er eine andere Fähigkeit drauf gehabt hätte, aber irgendetwas ähnliches wie einen Ghost Breath oder ein Atomic Ghost Breath hätte ich dann doch lieber gewollt, allein der kreativen Freiheit willen. Und ihr habt jetzt nun mal einen Zombie-Geister-Godzilla, warum dann nicht irgendwie auch da an den Fähigkeiten so ein bisschen schrauben? Aber das wären Kleinigkeiten gewesen. Ich meine, in meinem Ranking-Video habe ich den Atomic Breath vom allerersten Godzilla sogar auf Platz 2 gerankt, meine ich. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt, das kannst du gerne mal nachholen. Da habe ich meine Top 6 Atomic Breath von allen Godzillas gerankt. Von daher wäre ich auch komplett damit zufrieden gewesen, wenn Godzilla auch hier einfach diesen atomaren Atem wieder verwendet hätte. Die Fähigkeit der Besessenheit haben wir jetzt schon besprochen gehabt hier im Video. Also wie gesagt, Godzilla konnte eben in verschiedene Körper fahren und sie dann eben besitzen oder besetzen. Besetzen trifft es, glaube ich, eher. Was allerdings eine weitere Fähigkeit von ihm gewesen wäre, wäre die Fähigkeit des Körperverwandelns. In Entwürfen, in denen er Little Godzilla besitzt, konnte sich Ghost Godzilla in Little Godzilla verwandeln. Das heißt, er konnte sämtliche Wunden und eben Unreinheiten an dessen Körper wieder zurückverwandeln, sodass eben keine Schuppen von ihm selber aus den Körpern anderer herausgeragt sind. Er konnte quasi den Besitz eines Körpers einnehmen und dann diesen Körper auch so unter Kontrolle bringen, dass du selber überhaupt nicht merken würdest, wenn ich vielleicht gerade Ghost Godzilla bin. Ebenfalls konnte Ghost Godzilla die Form von Aurora Godzilla und Crystal Godzilla oder Crystal Gojira annehmen. Zu den beiden kommen wir aber nochmal in einem separaten Video. Das sind im Endeffekt Verwandlungsarten von Ghost Godzilla, aber da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Das besprechen wir, wie gesagt, nochmal in separaten Videos dann eben dazu. Natürlich muss so ein Geistermonster auch über einige übernatürliche Fähigkeiten benutzen, denn in Körper rein switchen, Gestalten verändern und atomaren Atem ausschießen, während man als Geist auch physisch Schaden auf der Welt anrichten kann, das reicht scheinbar noch nicht. Nein, Toho musste dem Ganzen noch ein bisschen mehr hinzufügen. Ghost Godzilla wäre ebenfalls dazu in der Lage gewesen, sich zu teleportieren und durch Wände hindurch zu laufen. Er wäre also der ultimative Gegner gewesen für Godzilla, aber auch für Son Goku anscheinend, denn die ganze Teleportationsnummer hätte dem Tier irgendwie eine unfassbare Übermacht geschaffen. Das heißt, es macht auch wieder Sinn, dass man sich dann dazu entschieden hat zu sagen, okay, Ghost Godzilla ist einfach übermächtig, aber dafür reduzieren wir seinen Aktionsradius eben auf die Orte, auf die er schon im allerersten Film getroffen ist. Das gleicht so ein bisschen das Kräftegleichgewicht aus. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, dass man da ein bisschen drauf geachtet hat. Unter anderem gab es Konzeptzeichnungen bzw. Konzeptschriften, in welchen zu entnehmen ist, dass Ghost Godzilla ebenfalls die Natur um sich herum und anderes Leben manipulieren und beeinflussen konnte. Was das jetzt zu bedeuten hat, das weiß ich nicht, aber hier geht man scheinbar nicht mehr auf diese Besessenheit ein. Er konnte auch irgendwie scheinbar Halluzinationen oder irgendwas ähnliches erzeugen bei den Leuten. Was allerdings auch sehr cool wäre. Es wäre ein bisschen willkürlich gewählt, diese Fähigkeit, aber auch damit hättest du einfach in so einem Horror-Kaiju-Film unfassbar genial spielen können. Dann kommen wir doch jetzt einfach mal generell zu den Schwächen von Ghost Godzilla, zumindest zu den Schwächen, die wir aus den offiziellen Skripten entnehmen können und die dann eben dafür sorgen, dass wir da ein schönes Gleichgewicht bekommen, weil das Vieh ja schon extrem übermächtig ist. In einem Entwurf zu Ghost Godzilla selber wird zum Beispiel beschrieben, dass Ghost nicht am Tageslicht agiert, also während es eben draußen hell ist und somit immer nur nachts erscheint. Damit wäre eine Schwäche eben das Sonnenlicht an sich, mit welchem man hätte auch gut arbeiten können später, um das Tier dann damit in Schach zu halten oder vielleicht sogar zu besiegen. Okay, das muss ich jetzt hier ganz kurz nochmal vorlesen. Diese Schwäche finde ich sehr witzig. Passt auf. Und zwar geht es darum, dass Ghost Godzilla ja, wie vorhin schon erwähnt, einmal
in den Körper von Little Godzilla hineinkommt. Daraufhin möchte dann der Papa Godzilla seinen Sohn von dem Geist wieder befreien. Und wie er das Ganze macht, ist jetzt hier wie folgt beschrieben. In einem anderen Entwurf kann Ghost aus seinem Gefäß gezwungen werden, weil er von Godzilla hart genug besiegt wurde. Was heißt denn hart genug besiegt? Darunter kann man sich jetzt irgendwas vorstellen. Ich schätze einfach mal, dass das relativ simpel gehalten worden wäre, dass Godzilla eben gegen seinen Sohn kämpft und dann eben, wenn der Kampf gewonnen ist, dann verlässt dann auf einmal der Geist eben den viel zu schwachen Körper von Little Godzilla. Vielleicht ist es auch genau das, was damit gemeint ist, dass der Körper eben einfach dann zu schwach ist, um diesen Geist noch zu beherbergen und deswegen geht dann der Geist von Ghost Godzilla automatisch aus dem Körper raus. Ebenfalls kann man dem Willen und dem Besitz von Ghost widerstehen, indem der eigene Geist einfach stark genug ist, um die Kontrolle zu verhindern. Das Ganze hätte auch passieren sollen, in einem kurzen Moment hätte Little Godzilla einen Angriff von Ghost Godzilla nicht zugelassen, der seinen eigenen Vater sonst getötet hätte. In einem finalen Entwurf zu dem Konzept hätte man Ghost ebenfalls erst dann besiegen können, wenn er seine finale Form, also den Crystal Gojira, den Kristall Godzilla, angenommen hätte. In diesem Fall wäre dann nämlich der Geist nicht mehr in der Lage gewesen, sich in irgendeine Variante zu manifestieren und quasi in sich selbst zusammengebrochen, hätte man diesen Kristall Godzilla dann eben vernichtet. Das war jetzt hier das Grundgerüst von Ghost Godzilla. Ich habe euch mal die Quelle und sämtliche weitere Angaben zu dem Kaiju unten in die Kommentare reingepackt. In die Beschreibung meine ich natürlich. Da könnt ihr das Ganze auch einfach mal gerne nachlesen und kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu dem Punkt, an dem wir besprechen, was Toho denn meinte, warum dieser Godzilla-Film so nicht hätte entstehen sollen. Der Grund dafür ist ganz einfach gewesen, dass es wohl ein bisschen langweilig gewesen wäre, wenn wir jetzt wieder eine weitere Godzilla-Variante gehabt hätten, die eben der Bösewicht eines Hauptgodzillas gewesen wäre. Bei der Argumentation wurden eben die verschiedenen Varianten von Mechagodzilla genannt, die wir schon kannten, und eben auch Space Godzilla, der ja auch eine andere Variante von Godzilla darstellt. Das heißt, man wollte hier eben einfach keine weitere Variante davon haben, weil das eben laut der Produzenten, die das Ganze nicht gemacht haben, zu langweilig gewesen wäre. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Findest du es gut, dass wir den Film bekommen haben, anstatt den Destroyer-Film, oder wie ist deine generelle Meinung dazu? Und ich glaube, wir machen da wirklich einfach mal einen schönen Livestream darüber mit einer schönen Diskussionsrunde. Welcher von beiden Filmen ist denn auf dem bloßen Papier besser? Godzilla gegen Destroyer oder Godzilla gegen Ghost Godzilla? In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt geistig. Bis dann. Ciao, ciao. Bleibt geistig, Alter.